Berlin wappnet sich für die IFA. Während die Standbauer noch mit dem Aufbau der Messe beschäftigt sind, zeigt Panasonic schon ihre Neuheiten und lässt dabei gerade Bomben platzen. Die beliebte Audiomarke Technics wird in der Unterhaltungselektronik nach über 13 Jahren wieder zum Leben erweckt. Ab nächstes Jahr sollen unter dem Namen Technics wieder hochwertige Audioprodukte vertrieben werden. Vor allem mit hochaufgelöster Musik will Technics im März wieder Fuß fassen. Neben dieser unerwarteten Meldung rund um Technics baut Panasonic wie erwartet ihr 4K-Portfolio aus. So wird mit der X1000 ein Prosumer 4K-Camcorder mit diversen professionellen Anschlussmöglichkeiten auf den Markt kommen. Und auch im LCD-Bereich geht die Entwicklung klar Richtung Qualität. Mit ihrem neuen LCD-Flaggschiff AX900 will Panasonic einen neuen Industriestandard setzen und so gute Bildqualität liefern wie mit ihren Plasma-Referenz-Screens. OLED-TV und Curved sind bei der Panasonic nur am Rand ein Thema. So sind an der IFA erst Konzeptgeräte ausgestellt. Seriengeräte scheinen nicht in Sicht. Die IFA in Berlin öffnet ihre Tore für die Öffentlichkeit am 5. September.